Wir beginnen mit dem Thema Video und hier erstmal im Überblick verschiedene Formatvarianten von Video. Und Sie sehen hier schon ein bisschen den generellen Unterschied zwischen abstrakt und analytisch auf der einen Seite und dann eher emotional und persönlich realitätsnah auf der anderen Seite. Der Realfilm, auch das Slideshow-Video und die Video-Lecture, womit tatsächlichen Personen gearbeitet wird, die eine hohe Glaubwürdigkeit vermitteln und einen hohen Realitätsbezug auch zeigen. Wenn wir uns jetzt die einzelnen Varianten anschauen, haben wir hier als erstes den Animationsfilm. Das ist wie ein Trickfilm, gezeichneter und animierter Film. Der eignet sich eben für abstrahierende Themen, also wo eine kurze Erläuterung zum Beispiel eines komplexen Themas dran ist oder eine schematische Visualisierung oder auch für eine humorvolle Darstellung. Um einen Animationsfilm zu machen, ist für uns immer zentral ein gutes Drehbuch. Das finden Sie hier auch bei allen Formaten wieder. Machen Sie sich im Vorwege Gedanken über die Zielsetzung und die Zielgruppe und formulieren Sie ein gutes Drehbuch mit Audiotext, mit Beschreibung der Grafiken und der Animationen. Wenn das da ist, dann ist das schon die halbe Miete. Und dann können Sie sich eine Agentur für die Umsetzung suchen oder Sie können sowas auch selber machen. Es gibt eine Software, die einen dabei unterstützt und Sie so in die Lage versetzt, selbst ein semiprofessionelles Video zu machen. Dieses erfolgreiche Projekt förderte das Bewusstsein, dass es überall auf der Welt Orte gibt, die für die ganze Menschheit von Bedeutung sind und deshalb vor Einflüssen wie kriegerischen Konflikten, mutwilliger Zerstörung, wirtschaftlichem Entwicklungsdruck, Naturkatastrophen und dem Klimawandel geschützt und erhalten werden müssen. Die Idee des Weltkultur- und Naturerbes war geboren. Und dann kommen wir zum nächsten Format, der Legetrickfilm. Das ist sozusagen eine Mischung aus diesem gezeichneten, comichaften Stil und realen, echten Händen. Und diese Hände schieben oder wischen im Bild. Ursprünglich ist das mal tatsächlich mit ausgeschnittenen Schnipseln entstanden. Heute macht man das meistens mit einer animierten Zeichnung, einem Trickfilm und die Hände werden dann dazugelegt. Das eignet sich vor allen Dingen, um Zusammenhänge darzustellen. Die Hände gestalten im Bild, stellen Zusammenhänge dar. Auch hier ist wieder ein gutes Drehbuch wichtig. Und auch hier gibt es Software, die Ihnen dabei helfen kann, das zu erstellen. Und Sie brauchen dann eine Bibliothek mit diesen Bildern von Händen. Und die kann man auch fertig kaufen oder Sie können das natürlich auch selber erstellen und abfilmen. Zum Beispiel möchtest du gern herausfinden, was eigentlich afrikanische von indischen Elefanten unterscheidet. Es ist noch nicht lange her, dass die Suche nach solchen Antworten kompliziert und mit Kosten verbunden war. Du musstest entweder eine 32-teilige Enzyklopädie kaufen, in der Bibliothek ein Buch bestellen oder vielleicht sogar in den Zoo gehen, um selbst nachzusehen. Die nächste Form ist die Scribe Show. Auch das wieder eine Mischform. Es ist im Prinzip eine gezeichnete oder geschriebene schematische Darstellung. Sie können sich das vorstellen wie eine Flipchart-Zeichnung, die abgefilmt wird und die Hand wird dazu auch eingeblendet und mitgefilmt. Man kann es auch ohne Hand machen. Idee ist eben, dass ich nachverfolgen kann als Lerner oder als derjenige, der sich das ansieht, wie diese Visualisierung am Flipchart entsteht und wie so ein Gesamtbild entsteht. Also auch hier wieder ist es eine reduzierte Darstellung, vor allen Dingen für komplexe Themen und ich erfahre Stück für Stück, wie so eine aufbauende Erläuterung entsteht. Auch hierfür gibt es eine spezielle Software, mit der Sie das machen können. Oder man kann das Ganze natürlich auch einfach hands-on machen. Das heißt, Sie machen das tatsächlich am Flipchart, filmen sich dabei, wie Sie etwas malen oder aufschreiben, wenn Sie gute Visualisierung können. Begleiten wir unser Projektteam durch diese Phasen. In Phase 1 geht es darum, Probleme und unerfüllte Bedürfnisse zu verstehen. Dann die nächste Form kennen Sie alle, das ist der Realfilm. Das heißt, das sind tatsächlich gespielte Szenen mit Schauspielern.
Der eignet sich immer dann, wenn Sie eine sehr hohe Realitätsnähe haben wollen, wenn Ihnen Mimik und nonverbale Aspekte wichtig sind, dann ist eine hohe Identifikation mit den Personen da im Bild, weil es eben echte Personen sind, die Sie nachverfolgen können. Allerdings ist es mit recht hohem Aufwand verbunden, so einen Realfilm zu drehen, wenn es tatsächlich gespielte Szenen sein sollen. Dann benötigt es schon auch ein professionelles Drehteam mit Regisseur, Kamera, Licht, Ton, Schauspielern, Maske und entsprechendem Equipment. Das ist also, wenn es gut werden soll, nichts, was man so nebenher einmal macht. Video Lecture ist natürlich was, was wir vor allen Dingen im Bildungsbereich viel kennen. Aber auch für andere Themen möglich ist. Zum Beispiel aus dem YouTube-Bereich kennen wir das ja auch viel. Es ist ein Sprecher da, der in der Nahaufnahme gezeigt wird und ja, zu einem Thema etwas erzählt. Dazu können Folien ergänzt werden, wie wir das bei dem vorherigen Bild gesehen haben, in dem etwas erläutert werden soll. Denkbar ist, einfach ein Selfie zu machen, sozusagen einen eigenen Kameraaufbau und sich davor zu setzen, etwas zu erzählen, ähnlich wie hier, wir das jetzt hier im Webinar machen, bis zu einer Darstellung im 3D-Raum, also wie Sie hier den Screenshot sehen, die ist von einem Greenscreen gefilmt und dann in einen 3D-Raum gestellt und der entsprechend designt. Das ist natürlich auch möglich. Zur Umsetzung brauchen Sie eigentlich nicht viel. Ich hatte es schon gesagt, wenn möglich, nutzen Sie ein externes Mikrofon. Der Ton ist doch immer wichtig, dass der gut aufgenommen wird, damit das nachher gut verwendet werden kann. Way back in the 15th century, Johannes Gutenberg came up with the idea of movable type in a press and through that developed the innovation, the printing press. Again, something which changed the world, particularly how we communicate. And actually, if you think about that one, that's a great example which shows social and commercial value. There's a whole industry, the printing and publishing industry, which has grown on the back of those innovations. But at the same time, it's an innovation which has changed the world in terms of how we communicate with each other. Dann noch ein etwas anderes Format. Wir nennen es Slideshow-Video, also der Zusammenschnitt von Bildern und Videoschnipseln, der mit Sprechertext hinzugefügt. Ich zeige Ihnen einfach mal einen kurzen Einblick, damit Sie wissen, wovon ich spreche. Well, having freely available resources removes the roadblock that high textbook costs place on education and makes the materials more accessible for everyone. And classes that use OER aren't too different from traditional classes either. It just makes sense. If students aren't scared and worried about affording their course materials, they're able to put the time and effort into their classes that they need to succeed. Da braucht man jede Menge Film- und Bildmaterial, und dann kann man entweder, wenn man sich ganz gut auskennt, das selber zusammenschneiden oder man sucht sich jemanden, der das für einen macht und eine gute Sprecheraufnahme. Also wir haben das hier mit einem Profisprecher aufgezeichnet. Dann noch eine Sonderform ist das 360-Grad-Video. Wir sehen hier im Screenshot eine Aufnahme von einem Raum. Also eine Aufnahme in einem Haus, in dem man sich bewegen kann, mit einer Brille oder auch ohne. Und Sie sehen das hier unten in der Ecke. Es gibt dann verschiedene Explorationspunkte, in denen ich das Haus entdecken kann, wo ich mehr Informationen dazu bekommen kann. Das eignet sich vor allen Dingen für eine Darstellung von Räumen zum Erkunden, zum Beispiel von einem historischen Gebäude, von einem Museum oder Ähnlichem, das ich in der Realität abfilmen kann und dann dem Zuschauer ermöglichen kann, sich hier zu bewegen. Das ist etwas aufwendiger natürlich auch in der Erstellung. Es gibt spezielle 360-Grad-Kameras und dann wird das Ganze am Ende nachbearbeitet. Diese Explorationspunkte werden eingefügt, sodass dieses 360-Grad-Erleben dann für den Zuschauer dann ermöglicht wird. Was ist Virtual Reality eigentlich und was ist Augmented Reality eigentlich? Wie kann man die zueinander abgrenzen? Für diejenigen, für die es noch nicht bekannt ist, Virtual Reality, da geht es um die Erschaffung einer künstlichen Welt. Und das wird erzeugt über diese sogenannten VR-Brillen. Sie sehen es hier im Bild und Controller, die der Nutzer erhält, sodass der
ja, der Anwender vollständig eintauchen kann in diese virtuelle Realität und dort auch über die Controller interagieren kann. Möglich sind auch begehbare Räume mit Projektionen auf die umgebenden Wände, sodass auch hier der Anwender das Gefühl hat, eben vollständig in diesen Raum einzutauchen. Man nennt es Immersion in diese andere Zeit und Umgebung. Und ja, es eignet sich immer dann, wenn eben das erfolgen soll, dass man in eine andere Zeit eintauchen kann, dass man in eine andere Umgebung eintauchen kann. Was braucht man dafür? Ja, Sie brauchen ein Skript und vor allen Dingen müssen Sie sich Gedanken machen, warum wollen Sie das denn eigentlich anwenden? Das ist etwas, was sich bei uns bei allen Formaten hier durchziehen wird. Also überlegen Sie sich nicht, ich möchte jetzt aber mal VR machen, sondern mit welchem Ziel, was wollen Sie rüberbringen, was wollen Sie vermitteln? Und dann brauchen Sie jemanden, der Ihnen hilft, das umzusetzen. In der Abgrenzung dazu die Augmented Reality. Das ist die Erweiterung der Realität. Das heißt, ich bleibe weiterhin in meiner Realität, aber kann zum Beispiel über eine AR-Brille oder auch einfach über eine Smartphone- oder Tablet-App das, was ich sehe, erweitern über virtuelle Realitäten. Bekannte Beispiele dafür sind zum Beispiel Pokémon Go, das Computerspiel kennen Sie sicherlich, wo ich in meiner Umgebung diese kleinen Monster suchen kann und sie dann sozusagen in der tatsächlichen Welt finden kann und nutzen kann. Eignet sich für alle filmbaren Objekte, die Sie über zusätzliche Informationen erweitern können. Hier siehst du die originalen Bestandteile eines Streitwagens. Dann das Thema Podcasts. Das sind, ja, Sie kennen das, glaube ich, alle aus der Privatnutzung, wenn ich mir das Bild richtig vor Augen halte. Also abonniere Audio-Reihe, ursprünglich auch Video, aber heute versteht man darunter eigentlich eine abonnierbare Audio-Reihe. Und es eignet sich für die unterschiedlichsten Formate, also vom Interview bis zum redaktionellen Beitrag, bis zu Nachrichten. Alles, was Sie über Audio rüberbringen können, ist da denkbar und auch in der Zeit, im Zeitumfang von bis, also von 10 Minuten bis zu einer halben Stunde ist da vieles auch denkbar. Und das Ganze wird dann über einen sogenannten Podcatcher abonniert und den Nutzern zur Verfügung gestellt. Was braucht man, wenn man einen Podcast selber machen will? Man braucht auch erstmal ein Skript mit einer Zielsetzung, mit einer Storyline. Das heißt nicht, dass Sie sich jedes Wort aufschreiben müssen, was Sie sagen wollen, aber ein Skript mit einer Idee und mit einer Zielsetzung und mit einem Leitfaden durch das Gespräch. Und Sie brauchen einen geeigneten Raum, der das Audio entsprechend unterstützt. Da das Ganze in der Regel eben nur über Audio läuft, ist die Audioübertragung tatsächlich sehr wichtig. Das heißt auch ein gutes Mikrofon, möglichst ein externes Mikrofon und einen Audiorekorder, der das Ganze aufzeichnet. Als Lernnuggets bezeichnen wir multimediale interaktive Lernprogramme. Das heißt, es gibt ein Lernziel, ein Lernanliegen und das wird über ein solches Lernnugget realisiert, über Informations- und Übungsseiten. Das heißt, es werden Informationen zusammengetragen und aufbereitet und zusammengestellt mit Text, Bild, Video, Audio. Und Übungen, die das Ganze vertiefen. Hier sehen Sie oben rechts ein Beispiel, ein Screenshot für so eine Übungsseite. Auch Reflexionsfragen sind denkbar, also da ist dem Ganzen eigentlich keine Grenzen gesetzt und das kann all die anderen Formate auch mit einbeziehen. Wenn Sie so etwas machen wollen, brauchen Sie ein Drehbuch. Das heißt, Sie müssen sich erstmal in einem Grobkonzept Gedanken machen, was ist denn die Zielsetzung, was ist meine Zielgruppe und in welchem Umfang soll das Ganze haben und dann ein dezidiertes Drehbuch für die einzelnen Seiten und eine Autorensoftware, um das Ganze umzusetzen. Es gibt auch für einfachere Formen PowerPoint-Plugins, mit der Sie PowerPoint-Seiten umwandeln können in so ein Lernnugget, ein bisschen anreichern können. Der Livestream. Ja, es handelt sich um eine Videoübertragung übers Internet
Und das Besondere daran ist, dass man damit topaktuelle Dinge vermitteln kann. Das Ganze hat so ein bisschen Event-Charakter. Die Menschen versammeln sich zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Rechner, um diese Übertragung anzugucken. Und man kann mit geringem Invest beginnen. Also das besagte iPhone oder auch ein Konkurrenzmodell kann hochauflösend aufnehmen, übertragen. Externes Mikro ist auch nicht so teuer. Das einzige Problem, in Anführungszeichen, wäre, welche Plattform nutze ich dafür? Man kann YouTube als Plattform dafür nutzen. Vielleicht wissen das einige von Ihnen nicht. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein registrierter Zugang bei YouTube und in der Regel 24 Stunden später können Sie dort live streamen. Müssen sich also nicht um einen Streaming-Server kümmern. Wenn Sie Informationen vermitteln wollen, die genauso gut mit einer Videoaufzeichnung an die Leute gebracht werden können, dann würde ich Ihnen raten, keinen Livestream zu nutzen, sondern wirklich bei topaktuellen, eventähnlichen Dingen. Das nächste Thema, das wir mitgebracht haben, sind Games. Und hier nicht wirkliche Spiele, Computerspiele, sondern ich möchte gerne kurz über Gamification sprechen. Und Gamification ist die Anwendung von spieltypischen Elementen in einen spielfremden Kontext. So die Definition. Das heißt, man verwendet Elemente, die man von Spielen gewöhnt ist, in einem anderen Zusammenhang. Zum Beispiel Lernen bei uns, bei der Vives. Und was sind das für Elemente, für Merkmale? Ein Spiel hat Regeln, wie man das Ziel erreichen kann. Natürlich ein Ziel. Es gibt Ergebnisse und Feedback bezogen auf das Ziel, Fortschritte. Wie stehe ich im Vergleich zu anderen da? Wie viele Punkte habe ich erworben? Wie viele sogenannte Badges? Und virtuelle Güter. Was ist ein virtuelles Gut? Stellen Sie sich vor, Sie müssen das Schwert von König Artus finden. Das wäre so ein virtuelles Gut. Es gibt Konflikte und Herausforderungen. Das ist das, was ein Spiel spannend macht. Sie stehen im Wettkampf mit anderen Menschen. Sie können auch verlieren. Sie vergleichen sich mit anderen oder sie vergleichen sich mit sich selbst, haben eine Zeitbegrenzung. Spiele haben Interaktionen und die Aktionen, die sie dort vornehmen, müssen auch Konsequenzen haben. Und zu guter Letzt hat ein Spiel auch eine Story oder eine Handlung, die durch den Spieler beeinflusst werden kann. Kurz zu E-Books. Es gibt einmal E-Books im sogenannten Flow-Layout, wo sich der Inhalt flexibel der Bildschirmgröße anpasst. Und es gibt E-Books mit festem Layout. Das braucht man immer dann, wenn das Design, das Layout eine sehr wichtige Rolle spielt. Bildbände, Kinderbücher und so weiter gegenüber einem Roman, wo ein Flow-Layout durchaus genügt. Darüber hinaus haben viele E-Books sogenannte Enhancements, Anreicherungen. Und das macht es interessant. Hochauflösende Bilder, wo man zum Beispiel auf die kleine Abbildung klicken oder tippen kann und man kriegt das in wunderbarer Qualität groß angezeigt. Videos, zum Beispiel Interviews mit dem Autor, Audios oder andere Interaktionen. Und die Form des E-Books richtet sich am stärksten nach dem Einsatzszenario. Wenn Sie zum Beispiel das Szenario haben, eine Massendigitalisierung vornehmen zu müssen, wie bei Bibliotheken oder so, dann werden Sie sicher wenig Enhancement haben, sondern gucken, dass diese Bücher in Masse 1:1 in eine Digitalversion kommen. Haben Sie kommerzielles Interesse, dann stehen Sie wieder vor anderen Fragen. Wollen Sie mit zusätzlich zu einer Printausgabe eine Digitalversion anbieten? Dann müssen Sie überlegen, mache ich mir damit Konkurrenz oder nicht? Es geht um Kopierschutz, es geht um digitales Rechtemanagement, bei den Bibliotheken übrigens auch. Wenn die Ausleihfrist abgelaufen ist, gibt es das oft, dass das Buch nicht mehr aufrufbar ist. Wenn Sie ein E-Book haben, das nur als E-Book existiert und keine Printentsprechung hat, dann haben Sie ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu gestalten, sodass es auch einem Buch gar nicht mehr so nahe kommt.
Dann noch zu den Apps. Es gibt circa 143 Millionen Mobilfunkanschlüsse in Deutschland. Witzig, ja, wesentlich mehr als Einwohner. Und das Smartphone, das Besondere am Smartphone ist, dass es jeder nahezu immer dabei hat und dass es für immer mehr Alltagsfunktionen genutzt wird, vielleicht auch ohne, dass einem das bewusst ist. Man kauft ein, man bucht Reisen, man navigiert, man verabredet sich, man sucht Kochrezepte und. Und verschiedene Apps können auf alle Funktionen des Smartphones zugreifen, auch kombiniert und gleichzeitig. Sie haben eine hochauflösende Kamera. Sie haben sehr qualitativ hochwertiges Audio, das Sie aufnehmen können. Ihr Handy weiß, wo Sie sich befinden, in welcher Zeit Sie welche Strecke zurückgelegt haben und wie es gehalten wird. Und all das kann man nutzen, um verschiedene Apps zu befüttern. Und meine Empfehlung wäre, Sie müssen das nicht tun, ja. Sie müssen nicht diese Daten abgreifen, aber das Gerät, das jeder zu jeder Zeit dabei hat, das sollte auch für Sie ein Kanal sein, um Ihr Publikum anzusprechen. Bei Social Media geht es um das Teilen von Informationen, um Kommentieren, um Empfehlungen abzugeben, auch um Selbstdarstellung. Und es geht um Gemeinschaftsbildung. Wir hatten Ihnen noch versprochen, erfolgversprechende Startpunkte zu empfehlen. Das Erste, was wir Ihnen mitgebracht haben, ist die Empfehlung, sich hier untereinander zu vernetzen und voneinander zu lernen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen in diesem Kreis, die sehr, sehr weit sind in ihren Aktivitäten, erarbeiten sich eine Social-Media-Strategie, beginnen Sie mit einem Netzwerk, in dem Sie ohnehin schon drin sind und arbeiten Sie sich vor, lassen Sie sich beraten, sprechen Sie mit anderen. Machen Sie Veranstaltungen mit Influencern. Wie kann sowas aussehen? Laden Sie Influencer zu Ihren Veranstaltungen bzw. in Ihre Institutionen ein und bieten Sie ihnen etwas, was der normale Besucher nicht sehen kann. Und die werden ganz automatisch und auch in der Regel kostenlos darüber berichten. Fordern Sie Ihr Publikum zu Aktionen im Internet auf. Sie sehen rechts im Bild ein Graffiti, fotografiert in den USA. Dort ist es üblich, dass der Künstler nicht nur seinen Social-Media-Account dazu schreibt, sondern auch gleich einen Hashtag mitliefert, von dem er gerne möchte, dass er sich verbreitet im Zusammenhang mit seinem Namen. Streben Sie regelmäßige, dauerhafte Medienpräsenz an. Nutzen Sie alles, was Sie dafür nutzen können und was zu Ihrem Angebot passt, ob es ein YouTube-Channel ist, ein Blog oder ein Veranstaltungskalender auf Xing. Machen Sie Aktionen. Und beginnen Sie mit Vorhandenem. Digitalisieren Sie in Anführungszeichen das, was schon da ist. Gewinnen Sie Erfahrungen und suchen Sie nach neuen Formen.